Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Winkelchen, dem kleinen Laden, den wir hier aufbauen wollen. Ja, und in der letzten Folge, da haben wir ja richtig was an Zuwachs bekommen. Was heißt Zuwachs? Wir können jetzt Schaufeln herstellen, wir können jetzt Bohnen und Blumenkohl mit anpflanzen. Darauf habe ich ja schon seit einigen Folgen gewartet. Ja, und dementsprechend heißt es, dass wir da schön Geld sparen können. Was wir jetzt machen, ist einmal wieder die Regale auffüllen, damit wir uns neue Waren holen können. Die schicke Schaufel machen wir mit rein. Holzbrot. Ne, Spargel brauchen wir hier nicht. Machen wir hier noch Blumenkohl. Da wir hier ein Hämmerchen drin haben, machen wir hier auch eine Schaufel mit rein. Ein Eisen kann nicht schaden. So, Spargelkäse, Brot, Blumenkohl und einmal Holz. Ja, so langsam sind wir hier tatsächlich bald abgebrannt in dem Sinne. Eine Seide und eine Leine, Leinen. Ja, und hier können wir tatsächlich alles reinschmeißen, was das Herz begehrt. Dann machen wir nochmal Torf. So. Wir haben jetzt jede Menge Lagerplatz, aber wir haben auch jede Menge Geld, um es auszugeben. Und da fangen wir an. Bei den Kartoffelsamen, die wir nicht brauchen. Äpfel nehmen wir mal 3 Stück mit. Leinen 10. Oh, 12. Das brauchen wir definitiv immer. Holz nehmen wir auch 2, 3. Ja. Torf 2, Eisen müssen wir jetzt auch ein bisschen mehr mitnehmen. Brote, Käse, Tunika wollen wir nicht. Spargelsamen, Artischockensamen haben wir. Blumenkohlsamen haben wir. Bohnensamen haben wir nicht. Kartoschkas einmal, Schuhe nicht. Seide sollten wir mitnehmen. Boah, Spargel, Bohnen, Artischocken. Oh, jeweils 2-mal. Dann sind wir schon wieder out of order, wie man so schön sagt. Aber wir können da hinten nachher noch einkaufen. Ein Spaten, ein Hammer. Und hier nochmal Holzschuhe, Hose, Schuhe, Tunika. Und ein schickes Kleid. Wir haben noch 5 Leinen übrig, 5 Seide übrig. Eisen 3 sollten wir mit auskommen. Aber Blumenkohl sollten wir noch mitnehmen, definitiv. Genau. So. Wir sind hoffentlich wieder gut gerüstet für den nächsten Tag. 897. Dann wollen wir mal gucken, was bei rumkommt. Also es wäre schon schön, wenn wir hier ein dickes Plus in die Kasse spülen könnten. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Sehr gut. Mal gucken, was die Dorfhändlerin so sagt. Äpfel, nehmen wir gleich mal 3 Stück mit. Leinen, Eisen, Tunika nicht. Dann nehmen wir einmal Leinen mehr mit. So, hier sind Äpfel gewünscht. Die haben wir. Hier sind Artischocken gewünscht. Die haben wir auch. Und das Ganze gleich 2-mal. Aber dann haben wir auch keine Artischocken mehr. Warte, 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 Apfel. Leinen werden gewünscht. Sehr gut. Hosen werden gewünscht, da bin ich mir sicher, habe ich noch welche. Und auch Holzschuhe habe ich noch. Das Klimpern der Kiste.
Böhnchen habe ich auch noch eins. Noch mehr Bohnen. Noch mehr Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. In der Hoffnung, dass Lukas schnell genug ranrauscht. Tunika-Verkäufer sind wir. Komm schon. Und Apfel. Und Seide. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben alle zufrieden. Ah, hier ist noch Grain. Da können wir hier noch. Genau. Da könnten wir noch bedienen. Das ist nicht schlecht. Also 300, denke ich mal, haben wir verdient. Komm, sag's mir. 330. Also das war jetzt echt nicht schlecht. Bin ich ja echt begeistert von. Ja, Spargel gießen. Artischocken gießen. Blumenkohl. Kartoffeln können wir ernten. Und haben tatsächlich auch noch einen Kartoffelsamen dazu bekommen. Und unsere Böhnchen. Wunderbar. So, hier das Kleid. Ja, den Hammer nehmen wir mal raus. Aber die Schaufel können wir hier rein tun. Und ein Böhnchen. Hammer, Blumenkohl, Apfelbrot, Torf. Haben wir alles? Ja. Dann haben wir hier Spargel, Brot, Apfel, Bohne. Immer schön alles verteilen. So ist das gut. Besitze 30 verschiedene Waren. Ich glaube, das ist erst im höheren Level möglich. Das ist, glaube ich, erst im höheren Level möglich. Kartoffelstrass haben wir hier, Holz haben wir hier. Dann machen wir hier noch einmal Seide rein. Seide und Käse. Alle Regale bestückt und wir gehen wieder ans große Einkaufen. Torf brauchen wir nicht. Eisen sollten wir noch mal drei mitnehmen. Käse, Brot. Samen brauchen wir jetzt gar keine momentan. Schuhe, Seide, ja. Artischocken, Spargel, Bohnen, Blumenkohl. Bohnen und Artischocken nehmen wir noch mit. Super duper. Jetzt machen wir hier wieder einen Aufschmied. Jawohl. Und ein Aufschneider. Oh, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Also da haben wir schon sehr viel hochwertige Ware. Los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Und dann können wir tatsächlich bald erweitern. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn wir hier erweitern können. Das wird richtig gut. Artischocken. Bitteschön. Gut, dann werden wir jetzt erstmal schnell zum Dorfhändler laufen. Was hast du im Angebot? Kartoffelsamen brauchen wir nicht. Leinen nehmen wir mit. Eisen nehmen wir mit. Brot, Käse. Oh. Noch ein Böhnchen. Okay. Du möchtest Tunika haben. Davon habe ich doch garantiert noch eine. Siehste. Dann ist hier Eisen verlangt worden. Genau.
So wird das was. Leinen. Spargel. Da. Und noch ein Spaten. Noch mehr Spargel. Habe ich. Okay. Getreide und Artischocke. Habe ich noch Artischocke? Habe ich keine mehr. Ups. Getreide. Warte, warte, warte. Getreide da. Artischocke. Schnell, 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 schnell. Leinen. Lukas, komm. Schneller, 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 schneller. Nein, kommt zu spät. Ist halt so, kann ich nicht ändern. Okay, eine. Das ist okay, das ist okay. Da beruhige ich mich mal ein bisschen selber. Das ist schon okay so. 289, okay. Alles gut. Wir können Artischocken ernten. Oh, 4 Stück kamen da raus. Spargel, Blumenkohl, Kartoffeln. Und die Böhnchen. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen die teuren Klamotten loswerden. Kartoffeln, Spargel, Käse. Kartoffeln, Käse, Bohnen haben wir ja, Apfel haben wir, Blumenkohl. Siehst du, das wird. Das wird. Also ich finde, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Artischocken haben wir schon. Brot, Bohnen, Holz, Leinen. Ich finde, wir schlagen uns gar nicht schlecht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Bohnen. Sü. Dann geht's ans Einkaufen. Apfel, einen Leinen. 6, 7. Getreide, Torf. Eisen. Käse, Brot. Samen brauchen wir keine. Kartoschkas nehmen wir mal einmal mit. Artischocken müssen wir diesmal richtig für sorgen. Bohnen, weil wir brauchen noch Blumenkohl. So. So, so, so sagen alle, die keine Lust haben, aber ich habe Lust. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ach, Holz haben wir nicht genug. Warte mal. Da können wir aber für sorgen. Holz. Holzi, Holzi. Wo ist denn das Holz? Ach, da. Plus 552. Alter Verwalter. Das ist ja ein teures Unterfangen. Das ist ja richtig heftig. Ist irgendwo wieder ein Brand gewesen oder was? Keine Ahnung. Eieieiei, plus 525%. Das ist schon Hardcore, ne? Das ist wirklich wow. Eisen. Eisen. Ja, hier noch mal ein Eisen reinlegen, vorsichtshalber. Warte, 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 schnell, schnell. Oh, nicht geschafft. Okay. Spargel. Wir haben jetzt den eleganten Schrank freigeschalten. Ach, wir sind Level 19. Okay. Das ist gut. Brot.
Machen wir gleich zwei rein. Getreide, Käse. Aber wir haben nur einmal Käse, ne? Das ist wirklich doof. Dann müssen wir ganz schnell welchen bestellen. In der Hoffnung, dass der noch rechtzeitig kommt. Wir sind jetzt Lebensmittelverkäufer. Das ist gut. Komm schon, komm schon. Spargel. Warum kommt denn Lukas jetzt nicht ran? Eine Hose. So. Jetzt machen wir hier erstmal die Hose rein. Dann können wir hier Käse. Was war das noch? Eisen. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen in den Miesepetertopf gefasst. Genäh. Woche 13 beendet. Ja, wir haben, glaube ich, alles so ganz gut gelöst. Also irgendwie. Entschuldigung. Hm. 220. Das wird teuer. Aber wenn ich das mal nicht bereue. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine gute Idee gewesen, aber ich muss das tun. Mich juckt es ja immer in den Fingern. Mich juckt es ja immer in den Fingern. Mich juckt es immer in den Fingern. Dieses ist doch wirklich so. Du kommst hier hin. Ich weiß, wir können uns noch kein neues Regal leisten, aber das hatte damit eher nichts zu tun, ob wir uns das leisten können oder nicht. Himmel. Ich glaube nicht, dass wir da noch eins hinbekommen, aber das war auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern... Warte mal, nochmal drehen. Ich glaube nicht, dass wir das da noch hinbekommen. Versuchen können wir es, aber ich glaube nicht. Nee, das ist zu groß. Das war aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich würde dann hier gerne mal einen Ausgang machen wollen. Damit wir unsere Beete nach draußen verlegen können. Aber das können wir mit dem wenigen Geld, was wir zurzeit haben, nicht bewerkstelligen. So, dann wollen wir mal gucken. Die Tunika können wir hier mit reinmachen. Die Holzschuhe können wir da mit reinmachen. Den tollen Hammer. Dann machen wir die Artischocken mal hier raus. Dann haben wir da ein reines Nicht-Nahrungsregal. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Dann haben wir hier ein Nahrungsregal. Bohnen. Nochmal ein Brot. Böhnchen haben wir da zwar schon, aber was ist damit? Apfel. Käse.
Da haben wir noch Leinen drin liegen. Das ist ja auch witzig. Dann packen wir da auch noch Seide dazu. Käse. Und das letzte Regal kriegen wir natürlich auch noch befüllt. Schickes Kleid, schicke Schuhe und noch ein Blumenkohl. Wunderbar. So. Einmal ernten gehen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also den Spargel gießen. Artischocken. Kartoffeln können wir ernten. Diesmal haben wir drei Kartoffeln bekommen, aber keinen Samen. Den Blumenkohl können wir ernten. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie viel dabei rumkam. Und die Bohnen. Jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und ab zum Einkaufen. Kartoffelsamen brauchen wir. Äpfel brauchen wir nicht. Leinen nehmen wir wieder mit. Müssen wir uns leider mehr leisten. Torf haben wir noch zwei. Eisen sollten wir uns ein bisschen was leisten. Käse. Brot. Holz plus 100, das geht ja noch, ne? Also das andere waren ja horrende Preise. Blumenkohlsamen. Kartoschka, lieber einmal mitnehmen. Seide können wir nicht. Seide müssen wir zweimal mitnehmen. Wir müssen gleich nochmal einkaufen, wenn wir die Sachen hergestellt haben. Eine Schaufel. Einen Hammer. Jawohl, der ist jetzt auch ein Level höher. Und ein schickes Kleid. So, dann müssen wir noch mal hier unten ein bisschen Gemüse holen. Das nützt nichts. Das nützt nichts. Spargel. Bohnen. Artischocken haben wir noch. Blumenkohl. Einmal Bohnen, einmal Spargel dazu. Aber den Blumenkohl lassen wir mal weg, ne? Ja, den lassen wir weg. Dafür nehmen wir noch mal lieber einmal Seide mit dazu. Und jetzt, oh, ich glaube, über kurz oder lang müssen wir uns tatsächlich auch noch mal eine größere Palette anschaffen. Das wird wohl das nächste sein. Wir haben 98 Silbertaler. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Eine Tunika. Du möchtest Spargel. Oh, wir haben gelevelt und dadurch haben wir jetzt so viel Zeug drin, dass wir uns nicht bewegen können. Das ist ja auch nett. Können wir uns jetzt wieder bewegen? Können wir uns immer noch nicht? Das ist ja, ja. Brot habe ich. Spargel habe ich. Können uns immer noch nicht bewegen. Torf haben wir. Machen wir gleich zweimal rein. So, jetzt können wir uns wieder bewegen. Wir waren tatsächlich überladen. Das ist ja der Hammer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Auf was wartet ihr? Eisen und Spargel. Na toll, Spargel habe ich nicht. Da werde ich mal bestellen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ich kann auch nur einen bestellen. Das ist auch die Härte. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Kartoschka. Blumenkohl. Spargel. Ja, da habe ich tatsächlich jetzt auch einige Kunden enttäuscht. Aber wir haben wieder ein bisschen was in die Kasse gespült. Das war ja schon nicht mehr schön anzusehen. 394, das ist gut, das ist jetzt nicht so schlecht.
Also ich habe schon Schlimmeres erlebt. Hose, Schuhe. Hammer. Wir müssen langsam mal von diesen schicki Ballkleidern was verkaufen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Brot. Kartoffeln, Bohnen, Apfel. Ja, von den Ballkleidern müssen wir tatsächlich mal ein bisschen was verkaufen, ne? Die müssen echt in die Auslagen. Warte, hier kann noch was rein. Käse. Böhnchen haben wir noch. Apfelschuhe. Nochmal so ein schickes Kleid. Hier ist zwar noch ein Kleid drin, aber machen wir so. Wir sollten mit der Kleiderproduktion ein bisschen warten. So, Spargel haben wir jetzt geerntet. Da kam richtig was bei rum. Und die Bohnen sollten am morgigen Tag auch fertig sein. Gut. Äpfel 2. Leinen 7, 8. Getreide. Holz. Torf. Eisen. Rote 2, 3. Warte mal. Warte mal. Nee, bevor wir das jetzt machen, wir müssen einmal. Oh, die kostet 300, ne? Ja, aber müssen wir. Müssen wir, kommen wir nicht drum rum. Weil wir haben elendig viel. Elendig viel Dingsbums. Wieso bewegst du dich jetzt nicht mehr? Beweg dich doch mal so. Und jetzt nach dort. So. Weil ich möchte nicht immer gucken müssen, ob wir das ob wir das jetzt schaffen zu lagern. Mein Gott, fehlen mir schon wieder die Worte. Ist doch nicht normal. So. Zwei Äpfel. Sieben Leinen, Getreide, Holz. Torf. Jetzt kann es tatsächlich nur noch am Eisen am Geld scheitern. Aber nicht am Platz. Weil immer dieses Nachkaufen kostet zu viel Zeit, viel zu viel Zeit. Seide zweimal. Spargel mindestens viermal. Bohnen. Ah ne, wir haben vier Spargel. Drei, zwei. Bohnen viermal. Artischocken mindestens viermal. Blumenkohl. Ach, jetzt wieder. Ach, out of Geld. Okay, jetzt sind wir tatsächlich out of Geld. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Eine Schaufel. Ich sage mal Schaufel, das ist ein Spaten. Oh, Entschuldigung. Holzschuhe, Hose, Schuhe, Tunika. Ein Kleid werden wir nicht herstellen, weil der haben wir echt schon genug. Drei Silbertaler. Wir gehen mit drei Silbertaler in diesen Tag. Das ist wow. Tunika. Ja, kaufen können wir sowieso nicht. Also wir werden jetzt erstmal hier das Geld ein bisschen einsammeln müssen. Natürlich hätte ich gerne lieber vom Dorfhändler gekauft.
Aber das geht gerade so gar nicht. Torf. Warte, hatte ich das nicht noch? Doch, da habe ich doch Brot. Brot. Noch mehr Torf. Blumenkohl habe ich keinen mehr. Nee. Genäh, schnell, 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 schnell. Ziemlich weit unten. Käse. Holz habe ich auch. Blumenkohl ist jetzt auch da. Spaten ist da. Oh, Tunika, Tunika habe ich keine. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Tunika. Komm schon. Tunika. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Wir haben gekämpft und gewonnen. Wir sind mit 3 Silbertalern in den Tag gegangen. Und haben jetzt 703, das heißt, abzüglich des Einkaufs 337, nicht schlechter Specht. Und damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Wir haben erweitert unseren Laden. Wir haben uns noch eine Palette gegönnt. Und auch neue Pflanzkästen. Also ich denke, wir sind schon ein ganz schönes Stück weiter. Level 19 ist nicht schlecht. Ich denke mal, wir haben den alten Stand bald wieder aufgeholt, dadurch, dass die Folgen jetzt halbstündlich sind und nicht nur 20 Minuten. Und dann werden wir sehen, was noch kommt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da oder einfach mal ein Abo. Wäre nicht schlecht, weil der Kanal ist noch sehr, sehr klein und ich möchte viel, viel mehr Leute mit meinen Let's Plays erreichen. Empfehlt mich einfach weiter, wenn ihr meint, dass ihr Leute kennt, die Simulationen, Aufbausimulationen mögen. Dann sind sie hier bei mir richtig. Und auch für Spielevorschläge bin ich zu haben. Einfach unter das Video schreiben und dann werde ich mit Sicherheit reagieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao und bye bye.